Hallo, willkommen im Video 45 in der Vorlesung Statistische Umweltmodellierung. Wir schauen uns ja gerade analytische Lösungen der Diffusionsgleichung an. Die zeitliche Ableitung der Konzentration ist proportional der zweifachen räumlichen Ableitung. Und da haben wir uns jetzt im letzten Video eine Lösung geraten. Die haben wir die Basislösung genannt. Und das war im Wesentlichen hier so eine Gauss-Funktion, die abhängt von der Kombination x² durch t oder hier x² oder x durch die Standardabweichung zum Quadrat. Und dann haben wir hier auch nochmal die Standardabweichung drin und dann gesagt die Breite, nicht, haben wir das genannt, das Sigma. Und diese Breite dieser Gauss-Funktion geht mit der Wurzel der Zeit. Und dann haben wir das uns veranschaulichen können. So eine Lösung, die startet von einer Delta-Funktion zur Zeit t gleich 0 und für größere Zeiten läuft diese Delta-Funktion in diesem Gauss-Paket auseinander. Also diese Breite Sigma wächst mit der Wurzel der Zeit an und dafür wird das Gauss-Paket kleiner. So, und das ist jetzt erstmal eine Lösung, die wir jetzt geraten haben. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, so eine partielle Differentialgleichung kann sehr viel mehr Lösungen haben. Und welche Lösung dann relevant ist, das hängt von den Anfangsbedingungen ab. Und jetzt schauen wir uns erstmal, wie man denn andere Lösungen konstruieren kann. Und das ist jetzt der Inhalt dieses Videos. Es geht also jetzt darum, um andere Lösungen der Diffusionsgleichung. So, und was ist da die Grundidee? Die Grundidee ist dabei, dass diese Differentialgleichung eine lineare Differentialgleichung ist. Also das System, oder ich schreibe mal hier die PDE, das war die Abkürzung für Partial Differential Equation, das ist die PDE, ist linear. Und das war schon immer die Idee, wenn wir lineare Modelle hatten, dann brauchten wir nur spezielle Lösungen zu raten und dann konnten wir daraus durch Superposition andere Lösungen generieren. Und das ist jetzt genau dieselbe Idee. Das wäre also jetzt der erste Ansatz, den wir hier wählen können. Wir haben hier ein lineares System. Und wenn wir dann schon mal zwei Lösungen haben, angenommen C1 von t und x und C2 von t und x, wenn die Lösungen sind, dann ist jede Superposition davon auch eine Lösung. Dann ist c von tx, das ist also eine Konstante Alpha mal c1 von t und x plus eine zweite Konstante Beta mal die zweite Lösung c von tx. Also diese Superposition ist auch Lösung. Dazu müssen wir also erstmal zwei unabhängige Lösungen haben und dann können wir beliebig viele Lösungen durch Superposition zusammenbekommen. Und dass das wirklich so ist, das können Sie einfach sehen, indem Sie das jetzt hier einsetzen und sehen, wenn Sie hier so eine Superposition einsetzen und ableiten, dann erfüllt das auch die Lösung. So, wie kommen wir zu weiteren Lösungen? Der nächste Trick, den wir machen können, ist, dass wir sehen, dass dieses System hier, die PDE, autonom ist. Und autonom heißt jetzt hier, wir haben jetzt keine explizite Zeit- und Ortsabhängigkeit. Zeit Abhängigkeit. Das heißt also, hier steht nirgendwo Zeit und Ort drin. Wenn zum Beispiel hier das Lambda eine Funktion der Zeit wäre oder vom Ort,
dann wäre so eine explizite Abhängigkeit. Aber da wir das nicht haben, ja, ist bei so einer Lösung ja gar nicht der Anfangspunkt vorgegeben. Ne? Wir können die Lösung einfach in der Zeit verschieben oder wir können eine Lösung im Raum verschieben. Das heißt, gucken wir nochmal unsere Basislösung an. Ne? Die Basislösung startet ja von der Delta-Funktion an der Stelle 0. Da können wir sagen, da war ein Tropfen Tinte an der Stelle 0, der dann auseinanderläuft. Da aber die Differentialgleichung keine explizite Ortsabhängigkeit hat, könnte der Wassertropfen an der beliebigen Stelle am Anfang sein. Wir können also die Lösung einfach im Raum verschieben, wie wir wollen. Dann haben wir immer noch auseinanderlaufendes Wellenpaket. Und dieser Zeitpunkt, bei dem wir starten, T0, der kann auch beliebig vorgegeben sein, den können wir auch verschieben. Das können wir also jetzt so formal hinschreiben. Falls C von T und X eine Lösung ist, dann ist auch C von T, und jetzt haben wir eine Verschiebung, X minus hier eine Verschiebung, und auch sowas, das wäre also eine räumliche Verschiebung hier, oder wir haben C von T, jetzt machen wir eine zeitliche Verschiebung, T minus hier Tau, X, dann ist so eine Verschiebung einmal im Ort und in der Zeit auch eine Lösung. Damit haben wir jetzt schon eine weitere Möglichkeit, neue Lösungen zu basteln, indem wir Lösungen verschieben. Und diese verschobenen Lösungen in Zeit und Raum können wir natürlich auch wieder superponieren. Jetzt kriegen wir schon sehr, sehr viele Lösungen. Dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, neue Lösungen zu generieren. Und das nächste wäre, da gibt es jetzt kein sehe ich jetzt nicht so direkt eine fundamentale Eigenschaft der PDE, das vielleicht auch, weil sie linear ist, die dazu führt, aber man kann sich schnell überlegen, wenn ich eine Lösung habe, dann sind Ableitungen oder Integrale der Lösung sind auch wieder Lösungen. Integrale und Ableitung auch eine Lösung. Also nehmen wir jetzt an, wieder, wir haben gegeben, Annahme C von T und X ist eine Lösung der Diffusionsgleichung. Dann ist auch die partielle Ableitung nach dem Raum von C, von T und X und das räumliche Integral C von T also wenn wir hier haben so ein C von T xi und das integrieren wir jetzt über die Raumvariable xi, und zwar von minus unendlich bis x, ne, dann ist das ja eine Funktion von x, und diese beiden sind auch eine Lösung. Und der Beweis, dass halt so eine Ableitung oder ein Integral einer Lösung auch wieder eine Lösung ist, sehen Sie, indem Sie das einfach hier einsetzen. Und schauen dann, wenn Sie dann die Ableitung einer Lösung einsetzen, dann erfüllt das auch wieder die partielle Differentialgleichung. Und dann gibt es noch einen anderen Trick, den kann man jetzt auch nicht so direkt sehen. Das ist eine Skalierung. Angenommen, wir haben wieder C von T und X ist eine Lösung. Dann können wir jetzt, wenn wir jetzt mit einem Parameter Omega die Zeit mit Omega Quadrat skalieren und den Raum mit Omega skalieren, ne, also eine neue Lösung bekommen,
die sich in Raum und Zeit ein bisschen anders verhält, dann ist das auch eine Lösung. Und das ist ja so ein bisschen eigentlich das, was wir hier gemacht haben, ne? Wenn wir jetzt hier den Raum skalieren, und dann kriegen wir also die Basislösung zu einem späteren Zeitpunkt entspricht einer vorhergehenden Lösung, indem wir einfach den Raum skalieren. Und wenn wir jetzt den Raum ein gewisses Omega skalieren, wie wir dann zu welchem Zeitpunkt wir dann gehen müssen, ne? Das ist genau hier gegeben. Und das ist halt so, wenn wir einfach den Raum um den Faktor Omega strecken, dann müssen wir halt in der Zeit Omega Quadrat gehen. Und hier haben wir wieder die Kombination, ne? Ein Quadrat in der Zeit und ein lineares in x. Und das hängt wieder damit zusammen, dass wir hier zweifache räumliche Ableitung haben und einfache zeitliche Ableitung. So, das sind jetzt hier so vier Möglichkeiten, Lösungen zusammen zu basteln. Und das ist aber jetzt in der Praxis nicht so, dass wir jetzt einfach Lösungen immer raten. Also diese hier, diese vier sozusagen Mechanismen oder hier einfach immer beliebig anwenden auf eine Lösung, die wir einmal geraten haben und das so lange machen, bis wir die Lösung für unser Problem haben. Sondern das zeige ich Ihnen jetzt dann im nächsten Video, wie wir konkret vorgehen. Aber vielleicht noch, das ist ja jetzt hier hingeschrieben nur für so zwei Lösungen. Im Allgemeinen wollen wir sogar noch eine Lösung aus viel mehr Lösungen zusammensetzen. Also wir wollen diese Superposition hier, das ist auch das ist eigentlich der entscheidende von den vier Faktoren. Diese Superposition wollen wir nicht nur für zwei Lösungen machen, sondern sehr viel. Und das bedeutet, wir wollen im Allgemeinen die Lösungszusammensetzung aus sehr vielen Einzellösungen. Wir wollen also einfach nicht nur aus zwei Einzellösungen eine Gesamtlösung zusammensetzen, sondern aus sehr, sehr, sehr vielen. Und dann gehen wir jetzt, also nehmen wir an, wir haben hier sehr viele Ci von t von x sind Lösungen. Für alle i, und i läuft halt über eine große Menge. Und dann ist halt auch eine Lösung C von X, T und X, das eine Summe ist. Ne? Das ist also die Verallgemeinerung dessen. Hier haben wir auch eine Summe mit Koeffizienten Alpha I, C von I und T von X. Das ist dann auch Lösung. Für alle Parametrisierung Alpha I, die man hier wählen kann. Und dann kann man sogar noch überlegen, das wären ja jetzt abzählbar viele solche Lösungen. Angenommen, wir haben unendlich viele Lösungen. Ja. Und dann können wir auch sowas basteln, dass wir sagen, C von T und X ist ein Integral über so ein Alpha von P mal C P von T von X dp. Und wenn wir diese Formel hier anwenden wollen, dann brauchen wir natürlich unendlich viele Basislösungen, die von einem kontinuierlichen Parameter p abhängen. Und dann können wir halt integrieren mit beliebigen kontinuierlichen Gewichten von diesem p, integrieren darüber. Das ist einfach die Verallgemeinung dieser Summe und das ist dann auch Lösung. So, das waren jetzt erstmal so ein paar generelle Methoden, wie wir neue Lösungen der Differentialgleichung aus der Basislösung bekommen können. Wie man jetzt ganz konkret vorgeht, das schauen wir uns einfach im nächsten Video an, weil das hier schon wieder ein bisschen zu lange geht. Für jetzt erstmal vielen Dank.